Herzlich willkommen, Markus Termin, astrologisches Stundenbuch am 30. Januar 2024. Mond hat gerade gewechselt und zwar von der Jungfrau-Position mit Lilith-Kombi da in die Waage-Position. Und in der Waage-Position ist der Mond prinzipiell im Trigon zur Wassermann-Sonne. Er geht in die Trigonalposition. Das verspricht eine harmonische Frequenz. Es geht um Luftzeichen und Luft sind Gedanken, Luft ist Geist. Da kann man unter Umständen tatsächlich auf neue, spannende und unter Umständen auch tatsächlich befreiende Ideen kommen. Mond hat gleich, als er heute in die Waage reingegangen ist, auch ein Trigon natürlich zu Pluto gemacht und den damit ausgelöst und damit nochmal Sachen rausgebracht. Des Weiteren haben wir einen exakten Aspekt heute Nacht gehabt, der immer noch anhält, und zwar ist das Mars im Trigon zu Uranus. Uranus ist bekanntlich der Herrscher des Wassermanns und verfügt deswegen über eine gewisse Kraft, Pluto und Sonne auch zu beeinflussen. Und zwischen Uranus und Mars ist ein Trigon. Das befähigt sie zu Handlungen, das befähigt sie dazu, Dinge zu machen, die Stabilität in der Zukunft haben können. Mars ist die Kraft, die sich hier einsetzt aus dem Zeichen der Stabilität und der Gewährleistung von Dauer und zäher Arbeit, hätte ich fast gesagt, dem zähen Dranbleiben an den Dingen. Und der Uranus da unten im Zeichen Stier, sehr, sehr langsam noch, aber inzwischen direktläufig, der gewährleistet, dass es auch befreienden Charakter hat. Und was braucht man heute mehr als befreienden Charakter? Das ist basishaft die Situation. Von den Langsamläufern hat sich sonst natürlich nicht viel geändert im Augenblick. Wir haben Mars, Venus und Merkur im Steinbockzeichen. Grundsätzlich gilt deswegen die Regel Selbstermächtigung. Ich bin mein eigener Kanzler, ich bin mein eigener Regent. Ja, ich regiere mich selbst. Das ist das Allerwichtigste. Wenn wir dahin kommen, dann brauchen wir diese ganzen Regulatorien von oben nicht mehr so besonders. Und das wäre ja eigentlich auch ziemlich gut. Das ist also basishaft jetzt im Augenblick die Situation. Das Quadrat von Mars zu Chiron da unten hat sich ein bisschen entspannt und nach wie vor gilt mit Mondknoten im Widder: tu's, mach's, setze es um. Das Neue kommt von der Impulshandlung, von dem, was man tatsächlich macht und tut. Also eine Zeit für Macher, kann man sagen. Und das gilt ganz besonders für den heutigen Tag. Ich wollte noch mal ganz kurz mit euch aufs Deutschlandhoroskop gucken und eine kleine Rückschau wagen. Sieht man es? Ist es hell genug? Ja, ich hoffe doch. Und zwar innen, wie immer, das Deutschlandhoroskop mit der famosen Waagesonne da unten, der Löwe-Aszendent mit dem Jupiter am Aszendenten, der Nordknoten. Da gucke ich sehr drauf, was passiert, wenn Pluto über den Nordknoten von Deutschland geht. Ist noch nicht gleich, kommt 2026, ich glaube 25, 26, aber Pluto ist schon im Wassermannbereich gewesen. Das Horoskop, das wir innen sehen, ist das Deutschlandhoroskop und das Horoskop, das wir außen sehen, ist der Tag der im Bundestag gescheiterten Impfpflicht. Und wenn wir genau hingucken, dann seht ihr eine Mars-Saturn-Konjunktion über dem Glückspunkt in Deutschland im 8. Haus. Für ein individuelles Horoskop, für eine Person wäre das auch ein Horoskop, wo man sagen könnte, okay, also Mars-Saturn über dem Glückspunkt. Der Glückspunkt ist bekanntlich eine Harmoniezusammenfassung von Sonne, Mond und Aszendent, also gar keine schlechte Angelegenheit. Einer der alten arabischen Punkte, die wir noch benutzen. Aber was macht Saturn mit Mars, wenn sie miteinander in Konjunktion sind? Saturn ist da einfach für den Mars die Grenze. Der sagt, hier kommst du nicht weiter, hier ist eine Aktion. Und diese Aktion, die wird jetzt relativ abrupt an dieser Saturnwand gestoppt. Und genau das ist ja auch passiert zur Abstimmung der allgemeinen
Dings da. Und immer diese Worte gehen mir langsam auf den Keks, sie überhaupt zu benutzen. Und ich betrachte das als das zweite Eingreifen, eindeutiger Eingreifen des Erzengels. Und zwar schlicht und ergreifend deswegen, das sieht man überall dort, wo diese Irrationalitäten auftauchen. Wenn Sie einen Bundestag haben von, was weiß ich, wie viel es inzwischen sind, 500 Abgeordneten, und von denen wollen 90% die Dingspflicht, ja, und sie kriegen sie nicht, ne, weil sie quasi wie die Soldaten am Grab von Christus, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, oder nicht von Christus, von Jesus. Christus war da schon woanders, gewissermaßen. Aber jedenfalls, die fallen quasi in Ohnmacht oder was auch immer. Jedenfalls, ihre Aktion können sie irrationalerweise nicht durchziehen. Und daran merkt man, dass der Erzengel tätig ist, dass er Dinge macht, die eben tatsächlich gegen den unbeweglichen, rigiden und unter Umständen drögen Geist der etwas unterinformierten Volksvertreter da natürlich dann etwas bewirken kann. Jetzt, warum ich das zeige und warum ich da drauf gehe, ist: Mars und Saturn werden sich dieses Jahr wieder treffen. Die haben natürlich einen etwa zweijährigen Zyklus. Mars braucht immer so ungefähr 2 Jahre, um den Kreis zu gehen. Saturn ist sehr viel langsamer mit seinen 29, 30 Jahren. Und deswegen begegnen sie sich circa alle 2 Jahre. Und das, was wir hier als Astrologie machen und betreiben, also unsere Auslösungs- und Transit-Astrologie, die wir hier angucken in diesem Video, die muss im Grunde genommen ergänzt werden durch eine andere Betrachtung, die meines Erachtens sehr viel interessanter ist und sehr viel effektiver noch. Und das ist das Betrachten der zyklischen Impulse. Wenn ich also eine Mars-Saturn-Konjunktion habe, und die fand da im Zeichen Wassermann statt, und die nächste Konjunktion kommt, ich glaube, es ist der 10. April 2024, im Zeichen Fische, dann ist da ein Zyklus beendet. Das bedeutet im Grunde genommen früher eine Selbstverständlichkeit, heute aus dem Fokus geraten. Ich sage auch gleich warum. Das bedeutet nämlich, dass Mars, der bei Saturn vorbeikam, ganz genauso wie Mond mit Sonne quasi einen Mars in Anführungszeichen Neuzyklus in Bezug auf den Saturn angefangen hat. Das heißt also, die Begrenzungen, die er auferlegt bekommen hat, das letzte Mal bei seiner letzten Begegnung mit dem Saturn, da versucht natürlich der Mars, sich zu entwickeln und zu überlegen, wie kann ich es verändern, wie kann ich eventuell doch durchkommen, was mache ich mit diesem ganzen Ding, und wenn er dann durch ist bei dem Zyklus und wieder bei seinem Begrenzer ankommt, bei denjenigen, beim Saturn, bei demjenigen, der ihn quasi ausgestoppt und gebremst hat, dann muss er für diese 2 Jahre quasi Rechenschaft ablegen und kriegt unter Umständen, je nachdem, wie er sich verhalten hat, das klingt alles so ein bisschen märchenhaft, aber dann kriegt er natürlich eine neue Begrenzung auferlegt, wobei Begrenzung auch ersetzt werden kann durch das Wort Struktur oder das Wort Auftrag. Das Wort findet dafür eine Regel, eine Form von fester Struktur, die für die Menschen lebbar ist. Das ist eben das Interessante. Und deswegen habe ich mir nochmal dieses Horoskop angeguckt vom 7. April 2022, einem der schicksalhaftesten Tage in Deutschland überhaupt, und dem Eingreifen des Erzengels genau zu dieser Zeit. Und für Deutschland fand es tatsächlich statt über dem Glückspunkt. Und das hier mal so als ganz allgemeine Betrachtung in Bezug auf diese zyklischen Sachen. Und jetzt noch ganz kurz ein Wort dazu, warum wir Schwierigkeiten haben, diese Zyklen in den Vordergrund zu stellen und uns die Sachen zyklisch anzugucken. Und
In meiner Vorstellung, und da möchte ich selber dran arbeiten, ist das mehr die Richtung der Astrologie der Zukunft. Warum können wir das nicht mehr heute oder nicht mehr so toll? Schlicht und ergreifend, weil wir uns noch nicht mal daran erinnern können, was vorgestern aktuell war. Das heißt also, wir leben in einer Zeit, wo die Dinge, die vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren waren, uns schon vorkommen wie die fernste Vergangenheit, obwohl sie das in Wirklichkeit gar nicht ist. Und wir sind also in einer Art und Weise quasi durch den ganzen Medienzirkus, in den wir eingebunden sind, gezwungen, von Tag zu leben. Und es ist aber der menschlichen Weisheit überhaupt nicht angemessen, so zu leben, sondern wir müssten ganz anders vorgehen. Wir müssten über längere Zeiträume, deswegen habe ich auch dieses Horoskop von Leonardo da Vinci gezeigt, zum Beispiel. Das sind ja nur zwei Pluto-Umläufe, müsst ihr euch überlegen. Also Pluto in dem Sinne, wenn er dann den Neptun vom Leonardo auslöst, ist relevant, denn es ist seine zweite Begegnung in dieser Art während dieser ganzen 500 Jahre, die dazwischen stehen. Also das, so muss man es betrachten. Und mit dem Mars-Saturn-Zyklus, das ist nun eine interessante Sache, die man wirklich beobachten kann. Ich hoffe, wir schaffen das gemeinsam zu dieser quasi Intensivierung, Ausweitung der Astrologie. Und das würde natürlich auch eine Entschleunigung der gesamten Gesellschaft voraussetzen. Ich will hier am Schluss und meiner Betrachtung noch das Stichwort rausgeben. Entschleunigung ist quasi schon eine Art Widerstand gegen die bestehenden Verhältnisse. Also, wenn man sonst nichts machen kann, wenn man seine politische Meinung nicht kundgeben kann, wenn man den Eindruck hat, dass man im Allgemeinen hilflos ist, was aber doch jeder machen kann in seinem Alltag ist, und zwar auch in jeder Position, zu sagen, ich muss ja nicht bei diesem, die Engländer sprechen von, muss man wieder mit den Worten aufpassen, weil unser Bundespräsident gebraucht sie ja auch in Bezug auf die Wähler. Aber Rat Race, sagen die Engländer, also ein Rennen der Ratten, wo man gewissermaßen nicht mitmachen soll, wo man sagen soll, nein, da gehe ich aber nicht hin, weil sonst kann ich ja gar nicht in Ruhe meine Zyklen betrachten. Und unter Umständen ist das Betrachten, hier Mailadresse, Kontakt und so weiter, der Zyklen auch eine Lösung, um aus diesem Spin rauszukommen, der uns aufoktroyiert wird durch eine Informationsindustrie. Letztes Wort, wenn man überhaupt mal hinguckt, ich bin ja jemand, der die Nachrichten intensiv und auch auf internationaler Ebene mit den verschiedensten Zeitschriften verfolgt. Ich guck auch mal in China Daily oder schau mir mal den National Enquirer in Jamaika an, oder ich lese auch die LA Times und bin in Blogs unterwegs und was weiß ich nicht alles. Möglicherweise auch zu viel, möglicherweise überinformiert. Aber ich kann euch sagen, also erstmal die Nachricht, international sieht es völlig anders aus wie in Deutschland. In Amerika ist die Front sagen wir mal, der pharmazeutischen Industrie schwerst angegriffen. Also es ist nicht so, dass die da einfach jetzt so ganz normal durchkommen. Es gibt Meinungsumfragen in Amerika, wo über 50% auf die 60% hinzugehend komplett ihr Vertrauen in die pharmazeutische Industrie verloren haben. Und da gibt es auch partiell Gerichtsentscheidungen, da entscheidet ein Staat gegen den anderen. Das ist also nicht so wie in Deutschland, so ein Backsteinblock der Schlümpfe, um es mal so auszudrücken, die allen Ernstes glauben, dass sie mit ihren Begrenzungen und dass sie mit ihrem Weltbild quasi ad ultimo das Recht haben, diejenigen in der Gesellschaft zu beuteln und zu unterdrücken, die Freiheitsimpulse in sich verspüren. Und man darf daran erinnern, dass diejenigen, also die Einzelgänger, diejenigen, die Individualisten sind, die die Kultur tragen, das sind auch die einzigen, oder ich will mal nicht sagen, die einzigen, alle Menschen sind wichtig im Land, aber es sind ganz besonders diejenigen,
die ein Land voranbringen, wo man neue Ideen reinbekommt, wo man neue Impulse hineinbekommt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann geht ein Land zugrunde und ein Symbol dafür ist zum Beispiel eine Rezession. Eine Rezession ist nichts anderes wie ein Anzeichen eines Verfalls, nichts anderes. Darum geht es, dass hier dieser Verfall absichtlich induziert wurde und absichtlich herbeigeführt wurde, weil Langzeitstrategen sagen, oh, das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist zu groß, zu oft waren sie Exportweltmeister, jetzt muss das Ganze angeglichen werden auf ein europäisches Niveau. Das sind die Gedanken, die diese Strategen schöpfen in ihrem Kopf, und zwar weil sie denken, oh, jetzt so eine Fiskalpolitik für Europa insgesamt und für alle gleich, von Rumänien bis nach Schweden hoch, sollen die Steuern alle gleich sein, und wenn es noch Sozialhilfe gibt, auch die sollte dann gleich sein und so weiter und so fort. Also die große Gleichmacherei. Und liebe Leute, dann ist auch schon Schluss mit dieser Predigt. Ich bin vom Herzen Europäer. Ich bin mein ganzes Leben lang Europäer gewesen. Aber diese EU, das, was sie da veranstalten, das ist nicht Europa. Das sind wir nicht. In diesem Sinne, Markus Termin, der 30. Januar 2024. Schöner Tag, Harmonie zwischen Mond und Sonne. Machen wir was draus, neue Ideen für heute.